anderen Journalistin-Kollegin, und zwar Caroline Ehmke. Caroline Ehmke schreibt und streitet für eine humane Gesellschaft, wo es nur geht. Sie ist Kolumnistin der Süddeutschen Zeitung und dort eine Stimme der Vernunft, meiner Meinung nach. Sie ist internationale Krisenreporterin, Autorin von Büchern wie Gegen den Hass. Sie erhielt den Friedenspreis und sie ist auch, für mich zumindest, Role Model als queere und feministische Autorin. Caroline Ehmke! Hallo Berlin! Könnt ihr noch? Ja! Okay. Ich möchte vor allem Danke sagen. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ihr für eine freie Gesellschaft auf die Straße geht. Aber auch danke, dass ihr sie in eurem Alltag schon herstellt. Als Lehrerinnen oder Sozialarbeiter, als Unternehmerinnen oder Polizisten, als Studierende oder Rentnerinnen, als Fußballtrainerinnen oder Krankenpfleger, als Barkeeperinnen oder Automechaniker, als Politiker oder Richterinnen, als Grafiker oder Verkäuferinnen, als Eltern oder Großeltern, als Geliebte und Partner. Es braucht das Einstehen für Räume, in denen alle denken und glauben, lieben und leben können. Es spielt keine Rolle, in welcher Funktion, an welchem Ort. Es spielt keine Rolle, was es ist, das jemand beitragen kann, aber es braucht uns alle, um die freien Räume in Europa zu verteidigen. Deswegen ist es wichtig, dies heute nicht nur als eine Geste, nicht nur als einen Protest oder als eine Demonstration misszuverstehen. Unteilbar ist Teil einer sozialen Bewegung der Zivilgesellschaft, die auch schon in München, in Hamburg, übrigens auch in Chemnitz und vielen anderen Orten zu erleben war. Es geht hier nicht darum, ein Zeichen zu setzen, sondern als Bewegung nachhaltig zu wirken. Dies ist eine soziale Bewegung, die nicht einfach nur die Demokratie verteidigen will gegen die autoritären, völkisch-nationalistischen Anfeindungen. Dies ist eine soziale Bewegung, die friedlich, aber leidenschaftlich einstehen will für Menschenrechte und Respekt. Dies ist eine soziale Bewegung, die die Spaltungen und Abwertungen, die wieder en vogue sind, nicht zulassen will. Dies ist eine soziale Bewegung, die sich gegen die Hierarchisierung des Leids und der Bedürfnisse richtet. Lasst mich das ganz deutlich sagen. Es gibt sie nicht, die Hierarchie der Menschen und ihrer Nöte. Es gibt es nicht hier, die Arbeitslosen, die Arbeiterinnen, die sozial Marginalisierten und da die Geflüchteten, die Migrantinnen, die Jüdinnen. Es gibt sie nicht. Hier die wichtigen Probleme der einen und da die zweitrangigen Probleme der anderen. Fragen immer auch als Anerkennungsfragen verstehen und umgekehrt. Armut ist auch ein Stigma und Rassismus und Homophobie und Transphobie sind immer auch ökonomische Ausgrenzungen. Es sind Freiheits- und Gerechtigkeitsfragen, soziale und politische Fragen der sogenannten Mehrheit und der sogenannten Minderheiten. Sie gehen uns alle an. Es geht hier nicht um Gutmenschentum, es geht hier nicht um eine globalisierte Elite oder wie immer sonst wir denunziert werden sollen. Es geht um Humanität. Sondern auch substanziell aufgefüllt wird. Eine Humanität, die auch spürbar werden muss, im Konkreten,
die die Menschen auf dem Land, in den strukturschwachen Kommunen spüren können müssen, wie die Menschen in den Städten, die sich die Mieten nicht mehr leisten können. Eine Humanität, die die Menschen, die hier eine neue Heimat suchen, weil der Krieg sie vertrieben hat, spüren können müssen, wie die Menschen, die ihre Heimat nicht verloren haben, aber mehr Bindung, mehr Anerkennung brauchen, um sie wieder zu begreifen. Seehofer, ist nicht etwas, das nur den einen gehört und den anderen nicht. Heimat taugt nicht zur Ausgrenzung. Heimat ist nicht allein eine Gegend der Erinnerung, sondern auch eine der Fantasie. Heimat ist das, was wir alle mitbringen und das, was wir zusammen gestalten im Miteinander. Demokratie verteidigen wollen gegen ihre Feinde. Das ist zu wenig. Wir müssen die Demokratie erweitern und vertiefen wollen. Wir wollen mehr als das, was sie uns bisher versprochen und geliefert hat. Die Demokratie ist nichts Fertiges. Sie muss und sie darf immer wieder neu durchdacht, verändert und verbessert werden. Dass wir mehr Freiheit, mehr Respekt, mehr Gemeinsinn, mehr wechselseitige Unterstützung und mehr Teilhabe erreichen können. Das war heute nur der Anfang. Das war heute der Auftakt. Lasst uns gemeinsam weitergehen. Nicht nur aus dem politischen Unbehagen, nicht nur aus sozialem Schmerz heraus, sondern eben auch mit utopischer Lust und Fantasie. Nicht, weil wir mehr sind, sondern weil es mehr Spaß macht, sich für eine inklusivere, gerechtere, freiere Gesellschaft einzusetzen. Tragt es weiter über diesen Tag hinaus. Behaltet diese Energie und steckt andere damit an. Wir müssen diese Bewegung durch Europa tragen. Vielen Dank.